ist Susanne Fuchs. Ich bin die Einrichtungsleitung der integrativen Kindertagesstätte Haus Tobias. Wir stehen hier vor dem Haus. Das Haus beherbergt 100 Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren. Wir haben Kinder mit Beeinträchtigung und Behinderung und haben Kinder im Regelbereich, die alle zusammen hier im Haus leben. Wir feiern jetzt am Samstag unser großes Jubiläumsgeburtstagsfest. Das Geburtstagsfest für die Kinder ist eine ganz wichtige Sache, weil sie auch selbst das Geburtstag kennen und das Haus 25 Jahre alt wird und das als Fest dann mit feiern. Schöne Namen suchen wir, Namen, die gut klingen. Wer den schönsten Namen weiß, soll ihn selber singen. Felix. Schöne Namen suchen wir, Namen, die gut klingen. Wer den schönsten Namen weiß, soll ihn selber singen. Wir feiern auch in diesem Jahr viel. Viele Stationen, die wir mit den Kindern zusammen machen, und von daher ist dieses Fest jetzt am Wochenende auch ein sehr großer Höhepunkt, wo die Kinder zusammen mit vielen Menschen und vielen Aktionen hier auf dem Gelände und im Haus, um das Haus herum zusammen feiern und zusammen leben und sich halt diese Welt hier auch gemeinsam teilen. In Haus Tobias Trier-Gwinn leben 100 Kinder, 40 Kinder mit Beeinträchtigung und Behinderung und 60 Kinder ohne Beeinträchtigung. Sie leben zusammen, sie lernen voneinander, sie spielen miteinander, sie haben Respekt voneinander, erleben Toleranz, Andersartigkeit und können so im Spiel miteinander leben. Unser wichtigstes Ziel in der integrativen Arbeit ist, den Kindern Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu vermitteln, damit sie das als gutes Rüstzeug für ihr späteres Leben mitnehmen.